Hätte vielleicht doch mal wieder die Aufnahme starten sollen, ich, ne? Ja, was hat Yu-Gi-Oh! Mit Stealth zu tun? Das frage ich mich jetzt gerade die ganze Zeit. Offenbar ist Yu-Gi-Oh! Ein straighter Abklatsch von Metal Gear. Einen weißen Drachen to surpass Metal Gear. Ich mach das jetzt mal anders. Ich renne jetzt mal dem ein bisschen hinterher. Weil das fällt nicht auf. Was? 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 Was soll ich machen? Wie hat er mich da gesehen? Er sieht deine Haare. Diese Passage ist so dumm. Soll ich ihm trotzdem jetzt weiter hinterherlaufen, aber irgendwie unten bleiben oder oben oder... What the fuck? Was soll ich machen? Muss ich die neuesten Metal Gear Survive DLCs kaufen, damit diese Passage spielbar ist oder was? Das ist die einzige Stealth-Stelle. Ja, das entschuldigt das Ganze irgendwo nicht. Um genau zu sein, das macht's nur noch merkwürdiger. Hey, Estrada. Muss ich denn dann unten an ihm vorbei? Ich meine, da hat er mich doch eben gesehen. Ey, diese Stelle ist echt dumm. Vor allem, wieso schaltet sich der Scheiß ab, sobald ich von denen entdeckt werde und einfach nur zu meinem Posten zurückgeschickt werde? Irgendwie die Topfpflanze schieben? Nee, kann ich nicht. Oh, Junge, tanz an, Alter. Hä? Und jetzt entdeckt er mich random da? Was ist das für ein Scheiß? Oh, Mann. Habe ich in der Zeit geatmet oder was? Jetzt entdeckt er mich sogar da. Das ist ja ganz faszinierend. Ich glaube, dieser Part hier zieht sich die Regeln gerade so aus dem Arsch, wie es gerade passt. Guck mal die Wand an. Vielleicht hängt es damit zusammen. Vielleicht ist das so eine Sache nach dem Motto, du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht. Jetzt sieht er mich natürlich nicht. Was ist deren fucking Blickradius? Der sieht mich nicht da oben, by the way. Ja, Spiel hat sich random gedacht, du darfst. Vitamine und Naschen. Achso, der da oben. Nee, sag mir jetzt nicht, ich muss mich jetzt da hinten hier auch noch durchstealthen. Nee. Ich soll mich durch zwei Stellen durchstealthen. Nee, komm, das ist lächerlich. Ich guck jetzt erstmal, was ich hier machen muss. Weil da ist ja Captain Turbo. Hier warten oder sieht der? Nee, der sieht mich. Gut. Der sieht mich. Sehe ich ein. Ich habe mir schon immer ein Yu-Gi-Oh! Mit Stealth-Elementen gewünscht. Das ist so gerade ein Weihnachtswunsch, der wahr wird. He doesn't see me. Ja, und dann muss ich hier hin. He did seem... Okay. Das ist die dümmste Passage, die ich jemals in einem Konami-Spiel gesehen habe.
Oder soll das hier, gibt es irgendwie so ein Lichtschattensystem? Nach dem Motto, hier ist Schatten? Reicht der Schatten oder so ein Blödsinn? You say Fischer? Ob ich mir Smash Direct angeschaut habe? Fuck no. Im Schatten. You say Fischer. Und jetzt habe ich noch 2 Minuten, um mich da oben durchzusterfen. Aber Smash! Ja, aber mein Sack juckt! Warte, war das jetzt hier oder war das hier? Achso, wir werfen jetzt irgendwelche Begründungen in den Raum. Aber Photosynthese! Ich hasse diese Stelle! Sie ist so dumm! So. Bei mir ist es so mittlerweile sowieso, ich habe so einen Würgereflex mir angewöhnt. Jedes Mal, wenn ich höre, so dass Spieleentwickler schon mit DLC anfangen, wenn das Spiel noch gar nicht raus ist. Sobald ich den DLC höre, in so in einem Trailer, kommt es bei mir so ein bisschen, ne? Und ich call jetzt schon mal eine Sache. Und Leute werden es aufsaugen wie ein Staubsauger. Okay, man darf echt nicht rennen. Gut, ich renne einfach nicht mehr. Ich hab's begriffen. Ja, ich liebe richtig dumme Stellen, die überhaupt nicht in ein Spiel passen. Ich liebe sowas. Das ist so meine Lieblingsbeschäftigung. Direkt neben 30 Nadeln in ein Auge stechen. Es ist Stealth ist eine Sache, aber dann mach es richtig. Und nicht so wie der Müll hier, so halbherzig hingewichst. Das braucht aber kein um Mensch. Um es richtig zu machen, muss man es richtig machen. Alter. Gut, ich laufe nicht. Weil offenbar diese... Weil das offenbar... schlimm genug ist. Auf den da oben warten. Es ist an sich ein einziges Try and Error. Mehr ist das gar nicht. Der sieht mich aus irgendeinem... Jetzt sieht er mich! Oh ja, ich freue mich auch jedes Mal, Sora Dark, wenn ich streame. Darf ich so einen Müll hier machen? Weißt du, ich hab mir gedacht, gut, was machst du jetzt so, nachdem du jetzt fast eine Woche nicht gestreamt hast? Was machst du, um so langsam wieder reinzukommen? Ach, spiel ein bisschen Yu-Gi-Oh! Ist bestimmt eine gute Idee. Was haben sie gefragt? Ist fair, haben sie gesagt. Hätte ich geahnt, dass sie hier so einen Hodenkrebs von Stealth Section einbauen, hätte ich es nicht gemacht. Hätte ich gesagt, hier komm, ihr tut euch jetzt Final Fantasy 14 an, go fuck yourself. Aha, wir haben einen stummen Keks in der Konfi. Das ist schön. Hallo, stummer Keks. Keks grüßt euch alle und sagt, ihr seid doof. Da steht er. Ja. Schnörkenhörgen. Dass sich hier auch keiner fragt, sagt dem Motto, sieht er nicht genauso aus wie der Insasse, den wir noch vor 5 Minuten hatten? Was für ein Insasse? Ich dachte, der wurde befreit. Ach ja, stimmt ja. Kaum aus dem Knast draußen und schon wieder dabei, ein Verbrechen zu begehen. Das hat funktioniert. This worked.
Nein, wirklich, Keks. Man könnte andere Menschen hören, wenn du das Mikro anmachst. Das ist ja Wahnsinn. Cool. Oh, ich hab mein Dreckdeck wieder. Klingt nur minimal anders als sonst bei Keks. Mal technisch gesehen, werden hier nicht sämtliche konfiszierten Decks aufgehoben? Kann ich nicht einfach mich mal bedienen? Nein. Oh, stimmt ja, du hockst in Bayern. Ach so, sie hockt im Ausland. Oh nein, ich wurde entdeckt. Hä? Ich hab doch eine fucking... Boah, ich kotze im Strahl. Jetzt sag mir nichts. Jetzt müsst ihr all eure Wünsche schicken. Komm, also ich wollte gerade sagen. Ich wollte gestern die U1. Ist das da vorne schon? Ja, da vorne ist es schon. Oh, geil, es ist übersteuert zum Glück überhaupt nicht. Warte mal. Warte mal. Könnte ich Leute irgendwie sehen? Geil, ich wurde. Hä? Achso, schön. Hier ist weiterhin Stealth. Sekunde. So. Oh nein, man hat mich gesehen. Ne. Schlechte Stealth-Passage. Wir sind Konami. Wir wissen, wie Stealth geht. Nee, wisst ihr nicht. Go fuck yourself. Wo ist Kojima, wenn wir ihn brauchen? Ach ja, wir stimmen ja. Achso, der Typ ist Mega-Falke. Vor allem, ich find's immer geil, die schicken mich auf meinen Posten. Was zur Hölle ist mein Posten? Die Haustür? Es ist einziger Try and Error. Mehr nicht, und es ist die schlimmste Art. Spielzeitstreckung in einem Kartenspiel. Wo du sowieso die ganze Zeit mit Farm beschäftigt bist. Was soll ich machen? Es gibt da nichts, wo ich mich verstecken könnte. There is nothing. No, der ist Vivi. Hallo. Oh, ich kotze. Oh Gott, was ist da los? Ich höre so viele Leute. Ja, ich auch. Keks will sich unbedingt in Bayern mitteilen. Ich wollte euch eigentlich nur damit sagen, dass ich in Bayern angekommen bin, Leute. Oh, nice. Freunden Bescheid geben. Glückwunsch, du bist bei den inzessiösen Kriegsbeißern angekommen. Ausland im Inland, wenn ich bitten darf, Leute. Aha. Ausland im Inland. Der ausländische Inlandminister. Lol. ich bin gleich wieder bei euch. Ich bin nur gerade nebenbei am Mittagessen, deswegen ich mute mich nochmal kurz. So, ich bin dann wieder raus. Ja. Stealth Games on Motorcycle. Okay, gut. Es geht wieder. Oh, ey, das ist... Es ist so unglaublich dumm. Kommt der hier auch her? Wartet jetzt hier einfach mal. Was soll ich machen? Ey, das ist das Spiel so dumm. Ich werde mir jetzt mal was zum Abendessen machen. Mal gucken, ob du bis zum Ende fertig bist. Mach das und vergiss nicht dabei, dich ins Knie zu ficken. Ah, später. Erstmal essen. Hä? Was ist das denn jetzt? Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Ich hab's echt das Gefühl, ich darf die Leute nicht angucken. Die reagieren wie hier, wie weinende Engel. Habe ich das Ding jetzt in mein Inventar gesteckt oder was? Ach du schon wieder. Der fucking Bully aus Season Zero. Auf Schwanzlutscher wie dich habe ich jetzt gerade richtig Bock. Go fuck yourself!
Ich hole mein Bike aus meiner Tasche und fahre durch ein Gebäude. Officer Trudge, du mein... Wo hat er jetzt sein fucking... Oh, okay, wir haben eine Rennstrecke. Im Gebäude. Wir haben jetzt also eine Rennstrecke. Geil. Eine Rennstrecke im Gebäude. Officer Trash. Ah, meine Karte ist jetzt dann... Okay. Aber das war bei Yusei genauso. Die holen also auf einmal ihre fucking Bikes aus der Tasche. Und auf einmal ist da eine Rennstrecke im Gebäude. Die Serie war schon an vielen Stellen Bullshit und unlogisch, aber das setzt dem Ganzen mal echt die Krone auf. Das ist echt some next level Bullshit. Ach Mann, ey. Das Gebäude ist eine Rennstrecke, so einfach ist das. Immerhin habe ich diese Stealth-Scheiße hinter mir. Ja, aber ey, warum baut man in ein Yu-Gi-Oh!-Spiel eine fucking Stealth-Passage ein? Weißt du, von allen Dingen, wo man einbauen könnte. Eine Stealth-Passage. Da geht mein Kopf nicht rum. Ja, das ist fair. Echt mal, wofür habt ihr hier jetzt... Warum ist diese Strecke in diesem Gebäude? What is the fucking point? Ja, sogar mit Zielfahne. Mhm. Hey, Buchstabensalat. Nee, das sind Stealth Games on Motorcycles. Das ist was anderes. Metal Gear, you say. Guck mal, wo kommst du denn jetzt her? Oh, I'm dying. Selber Punk. Go punk yourself. Hey, Gesoid. Kannst doch so nicht sagen, es beleidigt meine Gefühle. What coinky dinky? Das ist cool. Ich meine, ich hatte schon in der Serie absolut kein Interesse an euch beiden, also von daher. Ich weiß nur, sie war total zurückziehend und er war einfach nur ein Punk, der mehr Eier hatte als der Rest der Bande. Boah. Wie wär's mit dem Duell? Ja, ne? Willkommen, ne? Dass du hier Schlüsse ziehst. Hör auf, ihn zu nerven. Immerhin sagt sie mal das, was ich die ganze Zeit über ihn denke. Hey Snow Lotus und Herr X-Gamer. Nee! FBI, open up! Ach, fine. Mittlerweile so lange her, ich habe gar keine Ahnung mehr, was überhaupt in meinem Deck war.
weiß auf jeden Fall, es war ziemlich trash. Und ich ertrink sowieso aktuell in den Duelpunkten. Also, ne, wenn ich nachher euer D brauche, ne? Dann brauche ich alle euer D. Ja, tatsächlich so ein Ding. Ja, Übersetzung ist schwer. Man muss Lass es uns tun übersetzen. Ah, shit. Mal gucken. Come on. Lady Luck mag mich heute ja sowieso noch nicht, also davon mal abgesehen. Aber... gibt's ja was von Ratio Farm. Gute Preise, gute Besserung. Diese 50 Punkte. Wie es mir geht? Ich weiß nicht, ich habe gerade eine trashige Stealth-Section hinter mir, also... ja, ist aber nicht witzig. Was machst du denn hier? Ja, ich möchte nicht, dass du das tust. Ich meine, das ist... ja, okay, verhindern kann ich das sowieso nicht. Ich konnte beide nicht ab. Okay, sie ging nur, aber Leo war absolut nervtötend. Fucking dropkick that child. Ist das dein fucking Ernst? Du hast noch mehr? Alter. Durchgeknalltes Kind. Ach, schönen Dank auch. Ich habe mir irgendwie mal eine Szene angeguckt aus 5Ds und irgendwie... jedes Mal, wenn Leo vorkam, habe ich gedacht so, ja, this is why I didn't walk 5Ds. Ich meine, wirklich, Kreaturen tauschen. Das ist ein fucking Ernst, Kid. Und du darfst dann sogar ein Monster beschwören, so wie ich das kenne, ne? Ach nee, du opferst die Scheiße! Did you just tribute summon a cyber dragon? Did he just... Cause that's fair. Did he just fucking... eh? Achso, darf zweimal angreifen. Ja, Mensch. You're especially good in eating all of the dicks. Final Countdown bringt mir jetzt nicht viel. Skua geht mir immer auf den Piss. Weißt du, jedes Mal, wenn du auftauchst. Na, hast du es geschafft? Tatsächlich ja. Cool. Ja! Also. Ich hätte auch am liebsten gern ein Deck, was perfekt aufeinander zugestellt ist, nur damit ich einen fucking Cyberdrachen Tribute sammeln kann. Hier. Go fuck yourself. Sag mal! Was ist kaputt mit diesem Kind?
Opfer 5 Dollar und rufen Weißen dran. Ich habe keine 5 Dollar. Warte mal. Achso. Ja. Gebt ihm 5 Dollar. Alter. Das bringt's jetzt. Ich hätte auch wirklich gern ein Deck, was perfekt auf jede einzelne Karte synergiert. Hat er leider nicht. Hab ich leider nicht. Es könnte alles so einfach sein. Ich bin, hallo, guten Tag. Ich bin der Protagonist, der auf 4 fucking Boosters angewiesen ist. Und sich seit gefühlten 5 Spielstunden, 3 davon ist durch ein Stealth-Segment, keine Booster kaufen konnte. Nö, die KI cheatet nicht, nur es ist absolut Bullshit, dass der ein absolut synergierendes Deck haben darf, während ich hier mit literally Trash spiele. Das ist ja nicht so, als ob ich irgendwie eine Option hätte. Man glaubt mir, ich würde mir ja ein synergierendes Deck bauen, aber so ein synergierendes Deck, das ist nicht mal so eben gemacht. Ja, eben. Der Kerl, dieses kleine Gör, ist so das absolute Paradebeispiel für so ein geboostetes Premium-Kind. Das bringt mir absolut gar nichts und ich werde trotzdem jetzt verlieren, aber das mache ich einfach nur, um ihm den Mittelfinger zu zeigen, dem Gör. Blödes Scheißkind. Ja, natürlich hast du die nochmal. Alter. Was sollst du denn dagegen machen? Ein komplettes Morph-Deck. Was willst du da machen mit dem Abfall, den du bis hierhin kriegst? Vor allem, ich finde das Ergebnis da oben. Seht ihr das, was der in Angriff hat? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich call da mal ganz großen Bullshit. War überhaupt nicht schwierig. Willst du sterben, Kleiner? Ich lass deine Schwester zugucken, wie du stirbst. Wollen wir zusammen... Ne, weißt du was? Ja, komm, wir gehen in den Untergrund. Da unten hört dich niemand schreien. Just fucking dropkick that child. Ja, komm. Verpisst euch. Ich will mir endlich mal wieder Karten kaufen. Ich will auch ein Deck, was nicht total Müll ist. Oder ein Deck, was literally Müll ist. Dann funktioniert's wenigstens. Ah, du brauchst Bubble Man. Halt die Fresse! Bubble Man, ich bubble dir gleich eine. Ich will endlich Karten kaufen. Es ist, als würdest du den No-Nut-November durchhalten und am Ende kannst du dir endlich Karten wieder kaufen. Aber wir sind immer noch hier. Aber immerhin habe ich mein scheiß Deck wieder. Das neue Booster-Pack ist einfach... Warte, was habe ich denn? Ich habe doch einiges neu gekriegt. Neu. Spiel, verarsch mich jetzt nicht. Ich habe neue Karten. Die habe ich aufgesammelt. Gott zum Strahl. So, warte mal. Wo ist jetzt...
Nee. So hier. Nee, komm. Oh, wow. Universal-Dual-Disc oder fucking etwas, wo Kaiba benutzt hat. Komm, wir kaufen uns jetzt unseren Sieg. In das Wahrscheinlich-Modus gehen und dort Karten kaufen. Echt? So war das gedacht? Bei den normalen, diesen anderen Modus habe ich nie gespielt damals. Dafür hatte ich immer die DS-Version. Die hat mir irgendwie immer besser gefallen. Oh, Leute. Oh, endlich. Wir können wieder Karten kaufen. Jetzt haben wir hier, ja, das gefühlte 10.000 Packs, die neu sind. Ach, oh, hört ihr das in der Ferne? Kauf meinen Scheiß, kauf meinen Scheiß, kauf meinen Scheiß. Okay, Strike of Neos, das werde ich mir nicht holen. Power of the Duelist, da ist Neos drauf, kaufe ich auch nicht. Das ist ein Rainbow Dragon. Rainbow Dragon ist genauso worthless. Ich glaube, ich kaufe hiervon den ganzen Shit. Davon kaufe ich einige. Und euch dreien zeige ich den Stinkefinger. Genau, das ist eine perfekte Idee. So, Leute, ich brauche euer D. Wir brauchen jetzt, oh Gott. Oh Gott, okay, Cyber Twin Dragon, jetzt haben wir... Cyber Swing Dragon? Wir kriegen Zoizu. Ich will gar keinen Red Eyes. Wir haben 2009. 2009 gab es keinen vernünftigen Red Eyes Support. Das Red Eyes nichts weiter. Willst du mich verarschen, Spiel? I will fucking slap you. Spark Blaster. Spiel, verarsch mich nicht. Ich schwöre dir. Was willst du tun? Drill World ist noch okay. Oh, Alter, ernsthaft. Doizu, wirklich? Das kann nicht euer Ernst sein. Ich fühle mich verarscht. Ist das euer fucking... Wir nehmen verrückter Hummer ins Deck. Komm, wir bauen uns ein verrückter Hummer-Deck. Under the sea. Und das Ganze nennen wir denn The Crazy Lobster. Kraftbündnis, nein, mein etwas. Jetzt brauche ich nur noch tatsächlich Fusionsmaterial. Und nicht fucking fünfmal Zoizu. Du wirkst unzufrieden. Wie kommst du drauf? Ich weiß nicht. Deine Halsschlagader steht hervor, diese eine Ader an deiner Stirn pulsiert. In deinem Fenster kriechen schon die ersten Unterwildsfanatiker herum und hoffen darauf, dass du Cthulhu beschwörst. Schlimm ist, das Spiel speichert ja, wenn du so weit machst hier, ne? Das ist ja das Schlimmste an der Sache. Du kannst also nicht einfach das System cheaten, weil das Ganze geht mir gerade echt hart auf den Pace. Oh. Where's the lamb sauce? Doomdose. Das ist alles Müll. Neo Bubble Man! Es ist ein Wink des Schicksals. Sie will gespielt werden. Gut, wir spielen halt Neo Bubble Man Beatdown. Go fuck this. Noch ein Neo Bubble Man?
Höre auf die Zeichen. Das Schicksal ruft nach dir. Bubbleman, was für ein Schrott. Ich kann davon nichts gebrauchen. Gut, wir spielen jetzt Neo Bubbleman Beatdown. Wer aber hast du auch Ocharmas im Mund erfüttern? Weißt du, wer... Ne. Hab ich vorher gespeichert. Kann man das System verarschen? Nee, ne? Das System verarscht dich. Du bist Kartensammler. Wie wär's, wenn ich einfach sämtliche Karten aus dir rausprügel? Ich habe hier eine total seltene Legendary. Nennt sich Bubbleman. Willst du tauschen? Ja, bitte. Hab ich vorher gespeichert? Echt, Feind? Habe ich schon wieder Feind gesagt? Weil ich weiß nicht, was ich das letzte Mal gespeichert habe. Wisst ihr was? Es ist mir scheißegal. We try this. Wenn die Welt dir den Rücken kehrt, dann fickst du die Welt auch in den Rücken. Ich weiß nicht, was du gegen Bubbleman hast. Ein Protagonist hat ihn gespielt. So schlecht kann er gar nicht sein. Jaden ist ein Vollidiot. Ja. Aber du magst ihn. Das ist ja das Schlimme. Nach der Stealth-Passage, gut, macht nix. Passt. Da muss ich das Rennen nochmal neu machen. Und ein paar Cutscenes wegdrücken. Das macht absolut nix. Kinder, wichtige Mitmachaktion. Schreibt doch Shadow einfach mal Hashtag für oder gegen Bubbleman. Auf Twitter. Nope, das Spiel speichert am Kartenstand automatisch. Das Spiel macht den Bloodborne. It's blood. It's bubbles. This game's trash. This game's fucking trash. Trash game. Fucking trash ass fucking trash game. Selber trash. Dein Handtuch stinkt. Oh, wenn er schon anfängt, Kleidungsstücke zu beleidigen. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt Soizu und Doizu Beatdown. Fuck this. Zui, zui. I'm so sick and tired of this game. Alter. Jetzt kann ich alles Haare schmieren. Wann habe ich einen bewaffneten Drachen Level 3? Wer hat den Waffen eine Knarre gegeben? Gucken wir mal rein. Macht ja nix. Oh. Wie oft haben wir Doizu? Zweimal, perfekt. Zweimal Doizu. So, warte mal, jetzt suche ich uns mal Soizu raus. Packen wir auch ins Deck. Guck mal, ein Busterblade. Ein Spastenbuster. Oh Mensch. Ja, am besten wir packen noch Don Saluk rein. Die richtige OP-Karte. Lina Kamakiri. Ich habe bestimmt keine Windmonster, aber ich pack's jetzt einfach mal rein. Ja, dann Tribut anbieten. Ups. Thanks for that. It's Baby Dragon with a gun. Pass auf, dieser Baby Drache hat eine Waffe. Baby with a gun, baby with a gun. It's a baby with a gun. Baby with a gun. Deine Hand zu beschwören. Totally retarded. Ich glaube, ich habe so viele Krieger gar nicht. Das lohnt also nicht. Ja komm, packen wir noch Goblin-König zum Beispiel mit rein. Oder grober Clown. Alter. Grober Clown Beatdown.
Grobi. Ich hab Sehenschnitter im Deck, ich hab ihn nur nicht gezogen. Wann hab ich Horus? Since when do I have Horus? Wind away, wind away. Och komm, pack mal rein, pack rein! Das tut doch nicht weh! Drachen habe ich nicht wirklich, ne? Mit 1500 oder so ist maskierter Drache blöd. Boah, aber ich habe eine magische Tomate. Pack rein, komm! Was soll der Geiz? Hätten Sie gern noch einen Pfund bemalte Pappe? Oh, scheiße, ey. Komm hier. Sonnenimpulsdrache, geil. Oder ein dummes Stachelschwein. Nein! Ach du Scheiße, du! Hat er jetzt alles komplett... Ach, fucking hell. Sekunde. So. Wo ist diese Dreckskarte? Hä? Das ist mein Deck. Sag das doch. Müsst ihr mir doch sagen. Das ist dein Deck. Ich dachte, das ist mein Deck. Geht's dir jetzt besser, nachdem du weißt, dass es dein Deck ist? Ja, das ist mein Deck. Oh nein, das ist mein Deck. Oh no. Gott, es ist mein Deck. Und hier. Jetzt unser absoluter Playmaker. Suizu. Oh. Snu. Oh ja. Yeah. Ne? 3. Run free. Run free at all times. Und Zauberkarten haben wir, glaube ich, nichts. Ich hoffe wirklich, jemand notiert sich all die Karten auf, die du bekommen hast und bastelt daraus irgendein Random-Deck. Mit der Welt. Sparkblaster, hätte ich einen Sparkman, würde ich auch Sparkblaster jetzt reinpacken. Und hier, Demise, komm, 52 Karten-Deck, was soll der Geiz? So, komm, wollen mal gucken, was kann denn raus? Also Sulzu und Dolzu bleiben drin. Das ist perfekt. Das wird bestimmt funktionieren. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, du meinst es nicht mehr ernst. Dracheneis, komm, braucht doch niemand. Habe ich irgendwas mit Wind? Ich weiß nicht, habe ich was? Ich weiß es nicht. Oh, wie... Oh, guck mal hier. Seht ihr? Das geht jetzt alles auf. Fucking fliegender Kamakiri synchronisiert sich perfekt mit Sulzu. Ist das Zufall? Ich glaube kaum. Und zusammen auch noch mit bewaffneten... Ja, guck mal. Mit Babydrache mit einer fucking Glock passt das auch perfekt. Fliegender Kamakiri ist perfekt, ich sag's euch. Das ist ein Playmaker. Synergy! It's fucking Synergy! Ist klar. You fucking hear me? Was hab ich hier, du fucking Normies? Finsternismonster, was passt denn mit der Tomate? Zwillingslaufdrache, nee, könnte ja ein gutes Monster sein. Funktioniert meistens eh nicht. Fuck that. Hättest du gerne ein Feuerzeug, um das Deck loszuwerden? Bitte. Sind Raucher anwesend? Boah, Alter. Oder hier. Kniffhüpfer. Synergy. Wenn die Karte zerstört, dann kann ich ein Insektenmonster als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Jetzt stellt euch mal vor, ich habe den Kawakiri auf der Hand. Stellt euch das mal vor. Und das geht dann into Sulzu. Die Welt ist nicht bereit. Okay, to be honest, das ist an sich eine echt scheiß Idee. Hab ich andere Insektenmonster? Ja, allesamt Effektmonster. Geile Idee. Komm. Wenn alles nichts hilft, nimm einfach Sogen. Ich hab Sogen nicht. Sogen und ein Feuerzeug und die Welt ist okay. Synergy. Perfect Synergy. Ich glaube, er ist sehr überzeugt von sich. Das passt immer noch super. Das ist eine... Wer braucht das hier? Guck mal, das ist ein fucking, ne? Der gerade normal besponnen wird, wechselt einfach so auf eine. Ja, Mensch. Ne? Ein Wurm. Wer braucht schon Würmer? Ne? Wer braucht sowas?
Mein Deck hat 48 Karten. Ach doch, das ist... Blasphemie ist das. Muss ich euch sagen. Ja gut, da ist noch genug Platz für zweimal Bubble Man. Ich habe Bubble Man nicht. Ich habe nur Neo Bubble Man. Gibt's da einen Unterschied? Sind beide scheiße. Ja eben! Und dann Tuner und dann hast du Suizu und perfekt für Synchromaterial. Hast du Synchromonster? So, wieder da. Tatsächlich, ja. Guck mal, Vivi. Das ist doch schön. Also, einfach nicken und gehen. Er ist das ist doch schön, das was? Das ist doch perfekt. Also, ich weiß gar nicht mehr. Sternstaubdrache, who needs this shit? Dick Pig Dragon or something. So, komm. Aber komm, wir wollen ja fair sein. Wir packen mal, wir machen mal 2 und 2. Suizu und Duizu. Soll ja fair bleiben. Soll ja fair dem CPU geben bleiben. Nee. Ihr merkt. Er wirkt ein wenig unzufrieden. Meinst du? Ja. Vielleicht liegt es auch noch daran, dass du ein bisschen verrotzt bist. Gut möglich. Hallo, liebe Leute im Chat. Ich sehe die Nachrichten gerade. Hallo. Das ist das perfekte Deck. Das ist das perfekte Dinner. Das ist perfekt. eure Meinung ist fucking invalid. Ja. Yeah. Fucking Trash-Deck. Also, wenn der Shadow jetzt 5 Euro spendet, löscht er dieses Deck. Ich baue mir eins von neuen auf. Mit Crack und Nutten. Ich habe keine Ahnung, ob es machbar ist und ob der Deal einhaltbar ist, aber okay, Shadow muss es ausbaden. Wisst ihr was? Hier, können wir uns mit dir duellieren? Oh, dein Deck ist unbesiegbar. Oh, pass auf, wenn du auf einmal keine Zähne mehr hast, Kiddo. Jetzt hier die absolute Macht des Suizu und Deutsu. You don't even know. Das hier ist Shadow. Shadow kann sich kein Deck leisten, wenn der Bubble Man nicht vorkommt. Spenden Sie jetzt für Shadow, damit er sich endlich ein richtiges Deck kaufen kann. Oder Bakugan spielt. Boah, scheiße, Leute, pass auf. Ihr seid so verloren auf Final Countdown. Schickt dieses Kind ins Schattenreich. Das Kind kommt ins Schattenreich. Get dunked on. Ja. Mach du mal. Alter. Be prepared, Kiddo. Du kommst ins Schattenreich. Get fucked. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Du schaffst das. Nett. Lol. Der Final Kazoo Countdown. Boah, hier, guck mal, nee. Das ist so ein Knall. Dann macht das auf einmal Bam. Das Bam gemacht und dein DD-Ding kann sich sonst wohin den. Fuck off, Kid. Es reicht, der Schatten wartet auf dich. Oh yeah. Oh fuck. Yeah. Fucking Baby Drache mit einer Shotgun. Spiegelkraft, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Klassiker. Ah, ein Klassiker, ja. Jetzt noch ein Hut. Da kann jetzt natürlich auch eine Baby Drache mit einer Pumpgun nichts machen. Baby Drache mit ner Pumpgun. Da. It's Baby Drache with a Rocket Launcher. Baby with a Gun. Ah. Pass auf, ey. Kid, noch 16 Runden. Noch 16 Runden bis ins Reich der Schatten. You're gonna die, Kid. You're gonna die. Ich habe gesagt, dass es in der Staffel gar kein Reich der Schatten gibt. Doch, jetzt schon. Ich hab's gerade aufgemacht. Alles klar. Oh wow, boah scheiße, passt bloß auf, der spielt Heiliger Drache Ragnarok, ein fucking Vanilla-Monster. Boah. Wie kleiner, du kriegst bestimmt all die Pussy in deiner Schule, ne? Alter. Pass bloß auf. Oh ja, denk ruhig nach, es sind noch 14 Züge bis ins Reich der Schatten. Hey Flo.
Boah, was ist das? Ein Monster in Verteidigungsposition? Das mag mein Bohrer ganz besonders. Hier, guck mal. Du bist es nicht mal wert, dass ich meine ultimative Waffe gegen dich auspacke, Kiddo. Das ist gleich der Schreck der Schatten und dann ist einfach tot. Es war zwar noch niemand da, um wirklich jemand zu berichten, wie es da ist. Dunkel. Ja, dunkel. Aber ich denke mal, das ist selbstredend. Schön schattig, im Sommer angenehm. Ja, ja. Deswegen, also reicht der Schatten, ne? Sehr schönes Sommerziel, wenn man nicht so, ne? Das ist immer ganz nice. Oh, da kommt der Bohrer. Oh, der Bohrer, der macht dein weißer Stein der Legende. Ist richtig, Junge. Du hast einen weißen Drachen. Bist du Kaibers kleines Sexspielzeug? Was ist mit dir kaputt? Kleiner reicher Junge, kleiner reicher Junge. Ist so scheiße, dass es zu der Zeit noch keinen wirklichen weißen Drachen-Support gab, ne? Well, get fucked, Kid. Ach, bist du am Gewinnen? Ich nehme alles zurück. Der Junge hat antike Regeln. Der hat antike Regeln! Also nein. Er hat antike Regeln. Er hat Dämonen, cool. Nö, Kind. Hier. Weißer Drache, Verteidigungsmodus. Weißt du, was dieser weiße Drache dann bekommt? Richtig, den Bohrer. Und dann reicht der Schatten. Oh, danke für 26. Oh, Suizu. Oh, scheiße. Der Junge ist so fucked. So, hier. Da kommt der Bohrer. Boah, hier, guck mal. Toter weißer Drache ist das. Dead. Der Junge schummelt. Ja, es reicht. Natürlich betrügt er. Hätte ich nicht irgendwie damit hier... Also, auf diese Karte legen halt 3000. Oh, yes. Boah, hier. Check this shit out, Kid. Oh, hier, guck mal. Warte, sag mal, wink. Und pass mal auf, und dann macht das nochmal wink. Wink, wink. Und check this shit out. Zerstör ein Monster. Ich nehme was aus meinem Topf. Und jedes Mal, wenn was aus meinem Topf kommt, dann macht ein weißer Drache Puff. Oh, guck mal, Kind. Jetzt habe ich dein Spielzeug kaputt gemacht. Oh, was willst du jetzt tun? Sich ein neues kaufen. Noch 9 Runden bis ins Schattenreich. Pack Koffer, Junge. Boah, verräterische Schwerter. Oh, Alter. Die können dem Reich der Schatten auch nicht helfen. Ich bin noch mal ganz kurz unten, bin gleich wieder da. Du kommst immer wieder, Vivi. Na gut, dann kann ich halt nicht angreifen. Gut, ist, ne? Es countert alles. Mhm. Mein Deck ist perfekt. Stärkung für die Armee. Oh, scheiße. Scheiße, Mann. Was für eine Armee, wir haben die Bundeswehr. Spielt solche illegalen Karten, der Junge. Jetzt verbannt er seine ganzen Karten, nur um meine Dings zu zerstören. Alter. Ja, aber mein Bohrer, ey, den brauche ich doch noch. Hallo. Wie sagt der Junge? Noch 6 Runden. Oh, you are fucked. Oh, you are fucked. Oh mein Gott, ja. Also ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ist mir aber auch scheißegal. Warte. Ja, wir warten. Wir haben Zeit. Noch 5 Runden bis zum Reich der Schatten. Ja, das finde ich jetzt weniger cool, dass du sowas machst. Das finde ich noch weniger cool. Ja, das ist aber mein Football-Man und an Football-Man kommst du nicht vorbei. Ja, ja, ja. Rote Karte, weg mit.
Boah, verräterische Später. Neumann ist aber nicht legal, Kid. Ich muss irgendwie noch 4 Runden überleben. Oh, ich habe selber verräterische Schwerter. Get fucked, Kid. Jetzt kann ich es ja ausprobieren. So. Ich will mal meine ultimative Macht ausprobieren. Okay, scheiße, es funktioniert so nicht. Was für eine Macht. Kannst du deine Suizu-Karte mit dieser Karte als Ausrüstungskarte ausrüsten? Das heißt, ich muss beide beschwören. That's shit. Das ist echt scheiße. So, Junge, wir können beide nicht angreifen. Das Reich der Schatten wartet. Ja, du kannst so viele weiße Drachen haben, wie du willst. Weiße Drachen können trotzdem nicht, ne? Ja, Mensch. Ein schöner weißer Drache, den du da hast. Ne, ich meine, Kaiba würde bestimmt seine Eier für dich droppen. Boah, 2 Runden noch, dann geht's ins Reich der Schatten, Junge. Boah. Und während Shadow sich ein episches Duell lieferte, saß Kaiba in seinem Space-Fahrstuhl, klebte an der Scheibe und sagte: Ich rieche weiße Drachen. Boah, hier, guck mal. So eine maximale Power hast du so noch nie gesehen, ne? Ein fucking Papierflieger-Man mit 2500. Du bist verzweifelt, oder? Ein bisschen. Hm. Möchtest du drüber reden? Das ist diese Karte, ja geil. Nee, das ist, alles nicht so cool. Boah, ja geil. Du besiegst mich besser jetzt in dieser Runde, Junge. Uns reicht der Schatten. Und der Junge guckte von seinem Geldbündel auf und sagte: Wie, wir kämpfen noch? Oh, Endface! Okay, geht wieder. Jetzt ist wieder alles gut. Gerechtigkeit wurde wiederhergestellt. Oh ja, gib mir deine Karte, du Gör. Das ist meine. Hab ich dem Gör jetzt echt eine Karte abgezogen? Das ist ziemlich edgelordig, selbst für meine Verhältnisse. Einmal pro Spielzug kannst du eine Karte abwerfen, ein Monster Stufe 7 von der Hand von einem Friedhof hinzufügen. Was ist denn für ein Blödsinn? Was soll ich damit denn? Kannst du behalten, Junge. Ja gut. Ja gut. Also, jetzt ist ja die Frage, was machen wir jetzt? Wir könnten wirklich mal komplett von vorne was anfangen zu bauen. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas kriegen, was tatsächlich halbwegs nicht Trash ist. Ist eigentlich not bad, ja, wenn du das richtige Deck dafür hast. Da sind wir ja bei Battle City. Ich klau dem Kind seine Karten. Hätte ich genügend Feuerattribute? Ausrüstungskarte auf dem Deck und deiner Hand. Ich glaube, so viele Ausrüstungskarten habe ich gar nicht. Ich habe auch kaum Tributmonster, die Stufe 2 sind, aber ich habe den und den. Ich habe ein süchtiges Baseballkind. Ich habe nur einen Sonneneruptionsdrachen und das geht auch nur auf Typ Pyro. Und Pyro habe ich nicht so viel. Das ist ein bisschen shit. Ich habe Horus, wo ich machen könnte. Hoho. Hoho. Du gehst minus 1, nur um dir einen Level 7er vom Friedhof wieder zu holen auf der Hand, also... Weiß er nicht. Maskierter Drache. Was habe ich an Drachenmonstern? Ich meine, wir werden ja wohl irgendwie... Wir können uns auch ein geflügelter Drache-Festungswächter-Deck bauen, aber ich glaube nicht, dass wir damit weit kommen.
Elementardrache, Horus. Ich wünschte gerade, ich hätte den Level 1er Horus. Das ist alles nicht so einfach hier. Ich hab Aufsteigen. Ich müsste mir hier echt mal ein komplett neues Deck bauen. Weil das, was ich jetzt habe, ist echt nicht gut. Aber ich habe auch nicht wirklich andere Optionen. Du könntest ein besseres Spiel spielen. Halt doch die Fresse. Ich meine, ich könnte... Nee, nicht mal das könnte ich. Ich habe ja nicht mal wirklich vernünftige Karten dafür. Und gibt Gott, dass sein Final Fantasy 14 jemals den Astrologen für sich entdeckt. Mit Karten kann er nicht. Ich spiele die ganze Zeit Suizu und Duizu im Beatdown. Yay. So, wieder da. Habt ihr gehört, sie ist zurückgekehrt. Natürlich. Mann. Weißt du, ich könnte ein Deck bauen, aber das ist immer alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Weißt du, andauernd fehlt mir irgendwie irgendwelches Material. Das ist... Missing Ink. Meinst, soll ich einfach mal... Ich meine, wir können... Warte mal. Du kannst? Nein, nicht Namen ändern. Rezept lesen, Deck leeren, Deck zurücksetzen. Ich meine, es ist als Rezept gespeichert, selbst wenn. Was verliere ich? Deck leeren, das Spiel. Komm. Komm, wir fangen jetzt mal von vorne an. Wir machen jetzt mal großes Hirn. So, Leute, großes Hirn aktivieren. Wir packen jetzt mal Feuermonster dazu. Das passt immer gut. Feuer ist immer nice. Bubbleman? Halt die Fresse! Scheiß Bubbleman! Beatdown! Wieso? Kacke! Willst du die ganze Zeit, dass er brennt? Warte, hab ich? Hab ich? Katze! Baby! Bau eine Katze ein. Bau eine Katze ein. Katzen sind niedlich. Keiner kämpft gegen Katzen, außer Unmenschen und Hitler. Okay, warte, ich habe eine Idee. Das könnte ich machen. Dann nehmen wir... Er hat gerade keinen Bock. Na gut. Das sind Katzen. Natürlich haben die keinen Bock. Doch. Doch. Es kommt immer drauf an, was er für eine Laune hat gerade. Offensichtlich keine gute. Ocean Man, take me by the hand. Hast du deine Katze gerade als Fisch betitelt? Nein, ich habe ihn nur Ocean Man vorgesungen. Okay, ich packe aber trotzdem dreimal maskierter Drache rein, einfach weil der Ficker sich selber sucht. Ocean Man. Sonneneruptionsdrache, weil der Typ cool ist. Weißt du, ich habe meinen Stream nicht mal an. Ich bin gerade einfach nur am Einstellen und Angel ist schon am Campen. Ich sehe dich da. Wenn du Bubbleman zu Feuer umgerüstet Feuermann nennen? Nee, dann ja, so in etwa. Bill Jerry, moin moin. So, ich habe drei... Ja, ich meine, wenn du so ein Seifenblas ins Auge bekommst, das brennt auch. Natürlich brennt das, weißt du, das tut weh. Das ist einfach purer Pain, Alter. Das ist echt mal purer Pain, das tut richtig weh. Pain Train. So, was haben wir denn bislang? Ich habe Multistream prepared. Ach so. Also ich habe bislang 12 Karten. Nee, warte. 1 bis 4. 1 bis 4 habe ich 10. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Das könnte schlimmer sein. Bist du ein real trip? Ocean Man. Im Papa sehen. So, das wollte ich jetzt nicht, sorry. Ocean Man! Da, da. I still fucked it up, Sekunde. You can't fuck up, it's Ocean Man. You can't fuck up Ocean Man! He's im Ocean. Man. He's im Ocean Man. He's im Ocean Man. Mein Aufsteigen ist richtig blödsinnig, weil ich sonst nur, ne... Aber Blitzeinschlag ist gut. Brennendes Land. Schlimm ist, ich kann also, das Lied jetzt schon fast auswendig. Ich meine, ich könnte richtig Theme-Deck gehen und sagen einfach, ich pack brennendes Land rein, just because.
Brennendes Land, Welt geht unter. Das Feuer der Hölle. Ach, Shadow spielt Yu-Gi-Oh! Endgültiges Schicksal. Nur 5 Karten aus deiner Hand, ab zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. So kranker Scheiß. Gott vergib ihm seinen Irrsinn. Enomine. Ach, komm ich hier mal Feinkontrolle rein? Dann Typ Krieger mit dieser Karte. Fusionsschwert, warum nicht? Eierkraft, Bitches. Große Welle, kleine Welle. Zerstöre Wassermassen auf dem Spielfeldseite da. Kannst du Wassermassen spezial oder. Warum ist denn da Lava drauf abgebildet? Damit es cooler wirkt und du drauf getriggert wirst. Es hat funktioniert. Goddammit. Nehmen wir wieder Final Countdown rein. Wir nehmen wieder Final Countdown rein, Fakt ist. Hit the Final Countdown. Und Pokal des Asses, komm, nehmen wir auch rein. Was soll der Geist? Riesentornade. Fucking Limited Bullshit. Was haben wir denn noch? Natürlich habe ich nicht hier Mega Vulkaneruption, das wäre natürlich cool. Ucknerkanone, verräterische Schwerter. Geht immer gut. Pain. Krakatauer? Krakatauer. Wieso Krakauer? Ist das Update eingereiht für morgen? In deiner Endphase. Jeder Spieler kann ein normales Monster auf Stufe 4 speziell in deiner Hand beschwören. Das ist nicht cool. Das riecht nach Pommes. Aber Pommes sind cool. Ich weiß. So, was haben wir denn hier? Was haben wir an feinen Karten nur gebrauchen können? Mögliche Wiederbelebung ist Blödsinn. Ich mein, Synchro ist ja schön und witzig, ne, aber es geht hier um Synergy. Müssen wir ja mal leider sagen. Oh, geil, mein Steam ist abgeschaltet. Geil! Ah, doch nicht? Hä? Oh, ich schon geil. Magic Jamba geht immer. Jambalaya, oh. Jambalaya. Hast du einen Lauf in der Tür? Da spielst du ja Life Points des Gegners Kampfschaden zu. Raubender Goblin. Nimm ich Raubender Goblin rein. Das ist ein Goblin. Ja, das ist Blödsinn. Das Ding hat mich schon auf den Arsch gerettet. Flügel am Gegner schon. Nee, das ist blöd. Solange ich nicht wirklich swarmen kann, ist das Blödsinn. Haha. Aha. Überarbeitet. Ich find's einfach geil, wie das Kartendesign den Kerl einfach vollkommen das Gesicht wegblastet. Hä, hey, was ist denn jetzt kaputt? Du. Friends of the Sun. Was ist. Was? Hä? Okay. Ich bin gerade ein bisschen dumm, was hier wieder die Einstellung angeht. Irgendwie. Von was überhaupt? So. Ich muss. Ich stelle schon mal alles in meinen Stream ein, aber. Ich bin gerade. Ich bin verwirrt. Du bist verwirrt? Ja. Verwirrt. Ich kann die Synchro-Dinger jetzt ja mal reinnehmen. Frisst ja kein Brot, aber. Ich frage mich nur, wir sind hier 5Ds, ne? Also. Ja, ich meine, man hat noch nicht ein einziges Synchromaterial bekommen. Also Synchromonster da sei. Geburtstag kann man gut mit finsterer Valkyrie kombinieren. Au. Hä? Ich mache alles kaputt. I fail to see the usefulness. Also wenn das eine Monster das andere Monster ganz doll lieb hat. So funktioniert das nicht wohl. Das darfst du doch nicht so laut sagen, während die Kiddies noch auf das Magiermädchen starren. Ein bisschen Verteidigungspower. Wenn wir schon Experience haben, immer noch besser als durchgeknallter Hummer. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, hä? Noch ein Stück. So, bist du jetzt in der richtigen Größe, ja? Nö, okay. Nein. Nehmen wir Buster Blade da rein. Ein Bastard Blade. Buster Blade.
gelten im Friedhof halt als normale Monster. Ach ja, stimmt ja. Ein Buster blärt. Aber dann kriege ich sie halt nur wieder auf der Hand, also von daher. Blärt? Also wir können uns, glaube ich, einig sein, dass wir Koizu und Soizu da lassen, wo der Pfeffer wächst, ne? Gut, danke. Was? Ja, er bleibt bei Neo Bubble Man, so einfach ist das. Neo Bubble Man ist Trash, fight me. Die ganzen Heldenkarten waren Trash, fight me. Nicht alle, es gab... Die komplette Season war für'n Arsch. Ey. Well, I'm evil now. Mutti, wo ist mein böses Cape? I have to stop you right there. Oh, was willst du machen? Mich mit Koala-Bären bewerfen? Nö, eventuell edgelordige Musik abspielen und dann sagen so. Oh, in einem Stream, den ich eh nicht gucke. Das macht mir Angst. Ist das Beste, was du tun kannst? Yes. Oh, cool. Sasuke! Ich meine, wir können den nehmen, aber ich glaube, wir haben... Haben wir Kriegermonster? Ich glaube nicht. So nicht viele. Ich meine, das ist jetzt noch nicht wirklich das, was ich Synergy nennen würde, aber... Ist immer noch besser als das, was wir vorher hatten. Ich weiß, es ist nicht schwer. Don't fucking judge me, ich bin verzweifelt. Habe ich überhaupt Tuner jetzt? Ist ein Tuner abgebildet. Ach du Kacke. Was soll denn jetzt hier davon Tuner sein? I have no fucking idea. Warte mal. Nee, auch nicht. Ja, viele Elementalen sind Trash, aber trotzdem. Also, es gab welche. Mhm. Prisma ist bis heute in sehr vielen Decks vorhanden. Mhm. Can't argue with facts. Mhm. Wer? Prisma. Wer? Prisma. Wer? Fucking Google it! Hätte er jetzt Sogen gesagt, dann ja. Komm, wir packen Bastablätter rein, fuck das. Ich hatte doch hier irgendwie... Was sind die denn alle? Doch hier irgendwo Tuner. Hier. Empfänger. Ist das das Empfängersymbol? Komischer Kreis, das hier? Ja, ist es. Was nehmen wir denn mal als Empfänger dazu? Ich glaube, er hier. Das ist ein offenes Empfängermonster kontrolliert. Kann sie sogar der Spezialbeschwörung. Klingt gut. Synergy. Bei mir ist jetzt gerade einfach alles Synergy. Auch Dinge, wo überhaupt nicht synergieren. So. Oder Sinn ergeben. Absolutes Synergie-Deck gebaut. So, Rezept speichern. Ja. Starter-Deck 2. Namen ändern. Wieso habe ich jetzt gerade die... Es ist kein PC, Schoschmann. Hm?
Nee, warte. Vielleicht ist... Nee, leider nicht. Egal, fuck it. Oh, dann... Kein Spaß, fuck you denn. Hier. Das ist jetzt kein Starterdeck. Rezept lesen. So. So, jetzt spielen wir kein Starterdeck mehr. It's still trash, though. Oh boy. Mann. Das wurmt mich immer noch, dass wir... Wobei, wir haben ja wieder Geld bekommen, ne? Wir haben ja dem Kind Taschengeld abgeklopft. Weißt Meine du, ganze Million! Kaufen wir jetzt trotzdem noch irgendwas Zeug. Wir haben überlegen. Das ist ein Rainbow Dragon, da sind bestimmt... Und was wollen wir wetten, dass hier tatsächlich keine Elementalhelden drin sind? Versuchen wir es einfach mal. Wo ist Alex, wenn es ums Wetten geht? Ach, geil, Neos. Natürlich die Kanz aller fucking Elementarhelden-Kanz, Neos. Hast du für ihn eigentlich schon das Bild fertig? Hä? Für Alex? Nö, noch nicht. Fehlt noch ein bisschen. Oh, wow. Aquadolphin. Dolphin. Wow. Kann krasseste Karte. Kann ich Karten vielleicht irgendwie verkaufen? Zusammen mit dem Kind, was da im Laden steht? Das wäre eigentlich echt cool. Oder wenn man sagen könnte, Kinder so, hey... verkaufen? Das wäre echt cool. Nein, das mit den Karten verkaufen, Mann. Könnt ihr da bitte ein Doppelzitat rausmachen? Bitte auf den Server. Kann ich das Kind verkaufen? Das wäre echt cool, wie 2018. Ich meinte einfach die Karten. Das hast du nicht gesagt. Doch, habe ich. Nein. Ja, schon zum zweiten Mal. Ja, danach. Ich habe mich korrigiert. Mir egal. Aus dem Kontext klingt's immer gut. Eben, Sachen außerhalb des Kontexts sind immer witzig. Außerdem sind wir im Internet, da dichtet man sich jedes Zeug zusammen. Eben. Ach so, na denn. Natürlich. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht doch schon um 18 Uhr anfangen soll. Ich hab jetzt, dachte, es dauert alles viel länger. Hallo, Menschen. Does he have a fucking Lightsworn deck? Es ist ein Mandy. Hallo. Hi. Das ist fair. Ist das fein? Alter, ich dachte, du spielst das Spiel von 2002, nicht von 2018. Das Swarm, ja. Ja! Weißt du, erster Zug, drei Monster auf dem Feld! Dann auch noch deine Kartenziehkarte negieren, Alter. Gut, du kannst aber trotzdem Karte ziehen, also eigentlich hat er dem damit nur geholfen. Ja, weil er mir dadurch dieses Risiko übernommen hat. Ja, Mensch, also... ne, ich meine ja nur. Ja. Übrigens find ich dein neues Icon lustig. Welches? Ist dieses Spiel etwas streambar? Hä? Ja, ist es, Andy. Es ist streambar. Ist es auch gut? Streamer ist ein Service, auf dem wir Streams gucken können. Okay, sorry. Oh Gott. Zerstörung. Warte, eine Karte. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Destroy what destroys you. Ich meine ja nur, ne? Der Typ ist ein fucking Jobber-Villain hier. Und spielt ein fucking Lightsworn-Deck. Vor allen Dingen sein Extra-Deck ist einfach 15 Karten. Was hat er da alles drinne? Weil ich habe mich mit Lightsworns nie auseinandergesetzt. Haben die überhaupt irgendwas in der Art? Bestimmt. Und wenn, dann hat er bestimmt einfach irgendein random Synchro-Monster drin, was was beschwören werden kann. Ich meine, ich find's gerade schön, dass er hier... Eigentlich muss ich nur ein bisschen warten und er trasht gerade sein ganzes Deck. Ich glaube, das ist die Taktik. Ich glaube, du sollst eigentlich nur auf Defense spielen. Wie willst du dagegen angehen mit dem Trash, den du hier bekommst?
Ich spiele auch nicht mal was, also von daher. Solange er nicht irgendwas hat, was deinen Seelenschnitte als Ziel zerstören anwählt, kann. Und, naja, beim Seelenschnitt hat er den blöden Effekt, dass wenn er als Ziel einer Karte gewählt wird, Auto auch zerstört wird, von daher. Eine Zauberkarte, also eine Ausrüstungskarte. Er macht einen auf einen und viel zu gut. Muss ja noch nicht mal eine Ausrüstungskarte sein, kann ja irgendwas sein. Echt? Ich dachte, es war eine Ausrüstungskarte. Ne, solange irgendein Effekt auf Seelenschnitt erzielt, der halt, ich denke mal, von der Zauberkarte ist, ist das Ding tot. Illusion Man. Aber dafür hat er halt den tollen Effekt, dass wenn er angreift, dass er dann, glaube ich, irgendwie eine Karte wegschmeißt, ne? Zwei machen. Lem. Ja, trash mal dein ganzes Deck. Bubble Man, grab my by the hand. Weißt du, Seelenschnitter und die Sache ist gegessen. Und jetzt könnte ich hier Sasuke nehmen und wahrscheinlich so hochbuffen. Mal 400, das sind, warte mal. Hatte der nicht irgendwie? Ach ne, schade. Ich dachte, der war da irgendwas. 1200, kriege ich einen 3000er. Also ich könnte seine Viecher bieten, also so ist es nicht. Weil er ist in den nächsten zwei Zügen sowieso schon tot. Ja eben, also wenn nicht sogar im nächsten Zug. Ach ja, stimmt, er muss er erst entziehen. Jetzt im nächsten Zug sogar. In der nächsten Folge von. Da hat er sich jetzt gerade nochmal selber in den Fuß geschossen. Alter, er zieht nochmal extra, wow. Was ein Idiot. Ja, das ist halt blöd, ne? Ja, da brauchst du nicht lange überlegen. Ich glaube, die CPU versucht gerade irgendwie zu berechnen, wie sie verhindern könnte, dass er nicht decktot geht im nächsten Zug. So, er hat ja jetzt schon nichts mehr. So, ich muss einfach meinen Zug beenden. So. Wow. Wow, nein. Hier, ich hab... Riesentronade. Besiegt von dem Seelenschnitter. Ja, Mensch. Das ist passiert. Wie viel ist denn der keine Karten mehr im Deck, Bonus? So, was hast du? Evil Swan? Oder was weiß ich? Was gab's damals noch? Angie? Oh nein, du kämpfst gegen Angie. Mankey? Unterirdisches Dunkel? Was? Oh, unterirdische Decks. Unterirdisches Dunkel? Hat die jetzt ein Dark World Deck oder? Entweder das oder es gibt ein unterirdisches Deck. Aber ich weiß nicht, ob das Synchro-Zeit war. Mal so. Behalten wir mal das Baseball-Kind. Ich finde diese Elementarmonster also sehr merkwürdig. Man muss nehmen, was man hat. Also. You know. X-Saber? Jetzt ein X-Saber-Deck oder wie? Ich habe keine Ahnung. Das hat irgendwie überhaupt nichts mit dem zu tun, was sie im Titel hatte. Ich glaube, sie ist Clickbaiting. So gut, weiblicher YouTuber und so, ne? Wow. Boosted. Zeig uns deine Titten. Ja, Streamer. Tonk. Oder so. Haben wir mal eine sichere Schiene. Nani. Oh, da ist er ja wieder. Klar. Oh no. Die ist 14, wo willst du denn das wissen? Die ist nicht 14, die ist mindestens 16, das Spiel ist von 2002. Ah, so. Nee, warte mal, sie war damals so alt wie... Ne?
Ja, richtig. Also, das Spiel ist von 2002 und wenn sie 14 ist doch mal 2009. Das ist doch die 2009 Edition. Ach so, 2009 Edition. Ja, dann ist sie 9 Jahre älter, also ist sie, ist sie 23. Also, totally. Nö. Wow. Hälfte der Lebenspunkte, um zu sagen, Opa sagt nein. Für einen Menschenfresserkäfer. Für einen Menschenfresserkäfer. Ich meine, so die Salomons-Karten, die sind heutzutage einfach ein Muss in jedem Deck. Ja, heutzutage, ja. Aber für einen Menschenfresserkäfer? Wow, oder? Also jetzt will ich im nächsten Zug den Ultrazug von ihr sehen, sonst bin ich enttäuscht. Also. Warte mal, wenn sich ein anderes Feuermonster, ja gut, das ist gerade ein Problem. Du bist nicht zufällig Feuer, oder? Nee, warte. Wenn ich dich anzünde. Ja, ich meine, Hälfte der Lebenspunkte wegbrennen, einfach nur um den Menschenfresserkäfer zu denyen, also. Ja, stimmt, wieso hattest du eigentlich nicht. Hattest du das ultimative Baseballkind in deinem Peng-Deck? In meinem was? Auf deinem Schießen, Knallen, was hast du nochmal gesagt? Tatsächlich nein. Huh. Ist das ein Vylon-Deck? Vylon mit X-Saber? Oder Ally of Justice? Hä? Was ist das für ein Deck, was sie hat? Ich glaube, es ist einfach nur ein Mischmasch-Deck, so wie du auch. Die hat auch nur Trash, das ist ja wunderbar. Football-Kämpfer. Okay. Man muss nehmen, was man kriegt. Baseball. Wenn das Leben dir Abfall gibt, sag mal, dann spiel Bakugan. Also du hast, ich glaube, du hast eine ein Sportplatz-Deck. Ach komm, kannst du... Jetzt echt? Alter. Crash Card? Ja. Ist das dein fucking Ernst, Frau? Ich würde mal sagen, you dead. Ja, wahrscheinlich. Wenn sie nicht drei Monster bestört, hast du deine Strahlenspiel. Guck mal. Ich hab Lust gehabt, bist du dead. Wow, das ist ja nur milde gesagt Bullshit. Spiel gibt dir Trash zum Arbeiten und sagt dann, hier, spiel mal gegen Lightsworn. By the way, get fucked. Deswegen fand ich das Spiel damals schon scheiße und ich hab's mir nur damals illegal besorgt. Das kannst du doch nicht so sagen. But I did. Du musst es verschwörerischer sagen. Oh yes, Baseballkind darf bleiben. Scheiße, yes, Baseballkind darf bleiben. Phoenix, er hat immer noch eine strahlende Spiegelkraft da liegen, wenn sie jetzt noch ein Monster beschwört. Ja, dann kann wenn sie trocken. Jetzt, eben, wenn sie jetzt ein Monster beschwört, dann macht das Bumm. Und ich meine, der große... Ja, da ist er. Der große Krieger kann... Wie wird er wiederbelebt? Wenn er nur im Kampf zerstört wird? Oder wenn er generell zerstört wird? Ja, natürlich synchrot die das schon wieder. Was ist das denn jetzt? Ein X... Oh, X-Saber. X-Saber, Lightsorn, Kolossaler, Dildo. Alter, Pot of Everest auch noch. Yo, ist richtig. Ey, sag mal, ja, ist richtig. Ich wünschte, ich hätte ein Deck mit Synergy. Du wünschst also den Status eines NPCs. Och Mensch, wow. Urknallkanone, ja geil. Ach komm, weißt du, ich bin grad freundlich hier. Viel Spaß damit. Du hast doch den Knall nicht gehört. Willst du noch ein Synchro raushauen? Komm, verschwende noch mehr meiner Zeit. Rettungskatze, greif einfach an. Greif doch einfach an. Greif doch einfach an. Jetzt müssen noch erstmal 10.000 Effekte trocken. Oh, Alter. Wäre das Death Pro, ich hätte schon längst das Programm geschlossen, ey. Ja, ja, komm. Und jetzt? Get fucked.
Bumm. 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 Das ist nicht so witzig, ne? Kant. Hey, ich muss unbedingt noch 10.000 Züge machen. Wenn das jetzt ein Comeback wird, ne? Wenn das ein Comeback wird. Das auch. Ich meine, Katastro war sogar in der Meta. Ich meine, die Karte habe ich häufig gesehen, aber ich wusste nie, was sie macht. Das X-Saber-Ding, ne? Nee, Katastro. Kastrator. Alloy of Justice? Ja. Habe ich mich nie mit befasst, aber war wohl scheinbar irgendwie so die Karte, die in jedes Extra-Deck musste. Oh, Feindkontrolle. Warte mal. Ja doch, ich opfer am besten meins und krieg dein Ears. Nee, du hast nichts wirklich, was du mit dem maskierten Drachen großartig beschwören kannst. Ja, also. Eben, also. Wäsch damit. Komm her. Ein mokierter Drache. Bist du jetzt meins? Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur bis zum Ende des Zuges. Das wäre jetzt bitter, weil sie hat. Genauso wenig Lebenspunkte wie ich. Na? Ja, I'm fucked! Kalte Welle, wirklich. Alter. Du hieltest es am Ende echt noch nötig, Kalte Welle zu spielen. Kalte Welle ist banned. Die hat voll die Hardcore-Karten. Ist das krass. Ey, die spielt voll banned, ey. Also der neben ihr spielt ein fucking Lightsworn-Deck und sie denkt sich, ich spiel banned-Karten. Ja gut, hättest du halt wirklich eher Dingens machen sollen, in Verteidigungsmodus setzen sollen. Ja. Im Nachhinein bist du immer schlauer. Ich wusste nicht, ob Feindkontrolle bis zum Ende des Zugs oder endlos läuft. Weil du opferst schließlich was dafür, also. Darf man ja wohl erwarten, also. Wusstest du schon, durch Spielen lernt man. So spielt man. Show me your moves. Katze will Beachtung. Baby. Weißt du, ich bin jedes Mal, wenn ich kurz vorm Stream bin, Alter. Warte mal. Ja, die Katze will deinen Stream übernehmen. Falsch, das ist nicht die Hexe aus dieser Season. Das ist die Waifu aus dieser Season. Rosendrache ist voll OP. War das nicht eine Nuke-Karte? Ja. Ah, Rosendrache. New-Karte für alle Zauber- und Feinkarten oder gerne ein ganzes Feld? Bin mir gerade nicht sicher. Boah, Krampf im Arm. Ich glaube, wenn sie beschworen wird, nuket sie alles auf dem Feld außer sich selbst. Nur macht dann halt keinen Schaden, so wie der Envoy auf Ending. Sie ist das Mann des Popo-Drachen. Ihr Rosendeck ist übelst hardcore im Anime gewesen. Ich frage mich, wie sie es sind. Spiel machen. Warum gibt man einen Optionen, die keine Optionen sind? Um dem Spieler die Illusion von Auswahl zu geben. Habe ich gerade einen Knick in der Optik oder hat sie jetzt in ihrem Icon andere Haarfarbe? Nee, da ist halt wirklich irgendwie was falsch schief gelaufen. Ich glaube, da hat jemand. Hat jemand aber monumentale Scheiße gebaut. Ja. Hat jemand mit Farbe gekleckert. Ach ja, stimmt. Rosendrache nukt alles, sogar sich selber. Ach so. Wundert. Oh. Jesus. Fängt ja schon gut an mit Wunderdünge. Ja, ich meine, ich habe sowieso das Gefühl, dass das wieder so ein. Ja, schwarzer Garten. Ich glaube, ab diesem Punkt in der Story solltest du eigentlich schon ein besseres Deck haben. Ja! Sag das dem Spiel, nicht mir! Hey, Spiel, er braucht ein besseres Deck. Oh, okay. Hättest du das mal gleich gesagt?
Unser neues Feature, sprachgesteuerte Beschwerde. Wie so eine Duel-Disc, wie Kaiba sie hat im letzten Film, wo ich mir die Karten einfach nur vorstellen muss. Ja, ja toll, dann wirst du schwul und gehst nach Ägypten in einem Land vor unserer Zeit. Weltbaum? Und irgendwer bewirft okay. Den mit Obst. Yami, ich komme. Seto, nein, du darfst nicht in die Vergangenheit zurückreisen. Doch. Kaiba, Yamete! Yamite! Okay, cool, du bist in der Vergangenheit. Was willst du tun? Willst du mich gerade mit Obst bewerfen? Yes! Nein, damals, der Atem benutzt wahrscheinlich nicht so diese schwulen Karten wie Yugi. Ich rede nicht von Atem, ich rede von Kaiba. Ach so. Ist das eine Banane in deiner Hand oder freust du mich zu sehen? Yes! Ist das der Millennium-Stab in deiner Hose oder freust du mich einfach nur, dich durch dich zu sehen? Und dann die ultimative Alex-Antwort. Einfach nur yes. Yes! Oh, warte, ich habe hier 3, ich habe hier 6. Habe ich ein Level 6 Synchro-Ding? Ja, ich habe Mega Gaia, der super Dude. Mega Gaia. Dass alles halbiert wird, ne? Denk dran, dass deine Angriffspunkte gerade irgendwie halbiert werden. Ich weiß jetzt nicht, durch welchen Effekt. Irgendwas halbiert deine Angriffskraft. Bei allen, ja. Schwarzer Garten? Nee. Ja, Schwarzer Garten. Oder? Ja, Schwarzer Garten. Alles, was beschwören wird, halbiert sich die Angriffskraft. Zum Glück überhaupt nicht broken oder so. Ja, dafür kriegt sie auch immer solche blöden Tokens, die halt extrem wenig Angriffspunkte haben. Ja, das hilft's. Ich finde halt komisch, dass du Magic Jammer nicht benutzen kannst, aber den hast du gerade erst gelegt, ne? Habe ich ja gerade eben erst gelegt. Ich, jo. Ja, trotzdem. Nicht der Magic Jammer. Schade, dir mal so eine Periode. Alter. Alter. Nicht so, dass irgendwie das Monster... Holla. Oh nein, er hat ein Monster beschworen, was dann 1300 hat. Better fuck it up. Nein, es ist der Lag-Drache. Der Swag-Drache? Meine Fresse! Machst du hier ein FA-Deck oder was wird das? Alter, Kette. Hast du noch mehr? Annette. Also auf jeden Fall, ihr Feld ist jetzt kaputt, mein Feld ist kaputt. Wessen Feld ist nicht kaputt? Von denen, warum benutzt die den Sachen, wenn sie den Weltenbaum und so weiter alles hat? Warum? Alter, sie möchte dir ihr Deck zeigen. Das können sie doch aus online spielen. Ja gut, okay. Natürlich ja. Hat sie noch einen schwarzen Garten. Was ist das denn für ein Bullshit? Okay, das war sogar ein guter Zug von ihr, Mensch. Ey, das ist doch absoluter Bullshit. Ja, ein Nuke wegen einem Geistersensenmann. Noch ein Wunderdünger. Also, sorry, aber du kannst mir nicht sagen, dass das Spiel mich nicht verarschen will. Also, bitte, ey. Top Deck, schwarzer Garten und Wunderdünger. Das Top Deck ist mächtig in dir. Eieiei. Was hat denn dein Elementardrache für tolle Effekte? Vielleicht kannst du einen guten. Machen. Elementardrache ist ziemlich trash. Ich habe ihn eigentlich nur drin, weil ich nichts Besseres habe. Ist ein liebevolles Mädchen, ja. Weil man merkt super. Richtig, wer gerade seine Tage hat und wer nicht. Ich meine, ich sie kann. Hier ganz noch aufs Maul. Wenn ich du ein Feuermonster hätte, dann ist sie 2000 oder so. Ach so. Aber ist der Holzkohl-Impatschi nicht ein Feuermonster? Yes. Aber es bringt mir ja sowieso nichts wegen Schwarzer Garten. Auch wenn sie Flip beschworen werden?
Freund. Normal- oder Spezialbeschwörung. Ich probiere das mal. Tatsache. Ich muss also Viecher Flip beschwören. Flip! Deshalb mag ich Yu-Gi-Oh! Exploits suchen. So eine Exploit-Suche einfach nur. So wieder da. Ja, und jetzt hat sie nur eine Karte auf der Hand. Pass mal auf, und das ist jetzt. Streamstart verpasst. Ja, ich weiß, aber Katzen gehen vor. Nein. Die Leute wollen, dass du deine Katzen vor laufender Kamera betuddelst. Das machen die Katzen nicht mit. So, und jetzt noch Drill-Leute. Ja, Drill-Leute, ja. Oh, schön. Das muss echt scheiße sein, wenn man sich mal so richtig gefickt fühlt. So. Oh, Final Countdown. Ja, aber. Sorry, aber Final Countdown riskiere ich gerade nicht. Gut, du musst 2000 Lebenspunkte bezahlen, um eben zu schwören. Das riskiere ich jetzt gerade. Was ist das denn? Knasttomate oder. Insassomate? Ach, die Karte. Ich weiß nicht, was sie war irgendwie, glaube ich, gut in Pflanzen 6. Insassomate. Ich kriege einen Kopf nicht zu. Ich finde das Artwork komisch, weil die Gitterstäbe irgendwie genau an seinem Gesicht halt irgendwie so ausgeblendet werden, was aber irgendwie das gesamte Bild komisch aussehen lässt. Bylon Equip Loop into Omega ist wahrscheinlich. Ich habe letztens von einem sehr interessanten Loop gehört, den man machen kann, wo sogar mein Lieblingsrotaugenmonster beinhaltet. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du diesen zweiköpfigen Drachen, diesen Diabodos oder wie der so heißt? Ouroboros. Nee, der heißt wirklich irgendwie Diabodos oder so. Sagt mir so jetzt nichts, leider. Auf so, jeden Fall, okay. Der wird immer stärker, wenn du Effektschaden erleidest. Okay. Dann wird er immer stärker um die Anzahl von Schaden, die du gekriegt hast. Und da gibt's einen geilen Loop mit dem Leuchtfeuerdrachen. Weil wenn du mit dem Leuchtfeuerdrachen den Drachen angreifst, der kann nicht zerstört werden, dann nimmt er ja Schaden, der Gegner. Ergo, der Drache wird stärker, ergo Leuchtfeuer prockt, der Gegner nimmt 500 Schaden, wodurch, ja, Beelze heißt er, genau. Beelze heißt er. Wodurch Beelze wieder prockt, wodurch der Feuerdrache wieder droppt, wodurch der Beelze wieder droppt und es ist ein endlos Loop, bis der Gegner dann stirbt mit seinem scheiß Beelze-Drachen. Hm. So. Ich mach den meinen Stream jetzt auch an, ne? Jo. Alter, wie piefig sie ist. Aber da kann man es jetzt gerade richtig gut sehen. Achtet mal auf die Haare bei ihr. Ja, die sind halt komplett andere Farben. Ja. Sie hat irgendwie so orange-rötliches Braun im Mini-Bild und halt purpurrot. Purpurrot finde ich prima. Kettenbonus. Ich habe keine einzige. Ich habe doch keine Ketten gemacht. Das war sie, die durchgedreht ist. Ja, aber es ist im Duell passiert. Also kriegst du die Punkte dafür. Wow, ich krieg mal was. So. I get shit. Wer hätte gedacht, dass du mal, dass du Flip-Beschwörungen benutzt? Und sie. Dort spielt doch keiner mehr. Wer Flip beschwört denn heute noch? Geht beleidigt weg. Stell's mir gerade echt so beim Endgegner vor. Ist das eine fucking Flip-Beschwörung? Hm. Nee. Ich hab genug. Ich kündige. So. Schade, dass wir... Oh, ja. Nee, mach du ruhig. Ich wollte gerade sagen, schade, dass wir noch nicht hier diese Tarot-Königin-Ritualkarte haben, die sagt, dass du auch Flip-Beschwörungen im gegnerischen Zug machen kannst. Oh, das wäre fies. Also Leute, ich brauche jetzt nochmal euer D. Ich kaufe jetzt nochmal ein bisschen was und dann werden wir Vivi raiden. Ich merk schon, ihr habt gehört, er braucht euren Dollar. Ich brauche euren D. Aber eigentlich überwiegend ist es so, weil meine Stimme jetzt schon wieder nachlässt. Du klingst ein bisschen kratzig, ja, muss ich echt sagen. Ja, es... Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber ich wollte jetzt heute schon mal wieder streamen. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe es mal ein bisschen langsamer an. Alles easy. Also du kannst ein Elementalendeck bauen? Warum sollte ich? Weil Elementalen fucking OP sind. ja, klar. Soll ich dich jetzt holen oder später? In der Synchrometer waren die noch richtig geil. Der Synchrometer damals war die richtig geil.
So, Mama, ich schalte schon mal auf den Hauptbildschirm um, glaube ich. Yes. Ah, nice, das habe ich an Nanny vermisst. Er ist so witzig. Ultimativer Tyranno. Ich habe die Kamera jetzt mal ein bisschen anders gestellt, dass ich dann ein bisschen mehr frontaler zu sehen bin und die auch ein bisschen tiefer gepackt. Ich glaube, das sieht so auch vom Lichtverhältnis ein bisschen besser aus. Hi. Good eye. Du könntest dir damit echt ein gutes Dino-Deck bauen. Du kriegst gerade alle Karten für, von diesem Dino-Structure-Deck. Ich wollte gerade sagen, mit meiner Kamera. Ja, ich kann was mit dem Säbelsaurier machen. Du kannst dir ein richtig geiles Dino-Deck kaufen. Wetterbericht und Wahrsage. Wer doch? Säbelsaurier ist mega gut. Oh, Kaufen shit. Mal. Hi, Angel. Brand Mole. Grandmother? Das Mother. Mother. Hi, Florian Hunter. Du musst dir ein Bohrdeck bauen. Drilloid. Scheiße, zerbrochenes Bambusschwert. Was? Hey, ich habe ein Deck. Wenn du mit Bambus richtig spielst, dann kannst du damit fast dein ganzes Deck im ersten Zug ziehen. Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Ich fange mir einen Tintenfisch. Okay. Ein Tintenfisch? Tintenfisch. Nee, der Tintenfisch. Andy, nein! Brustfisch. Nee, Andy, die Meerjungfrau Mannfrau kommt erst im Nachtmarkt. Hallo, Akizamin. Schönen guten Tag. Tittenfisch. Mein Dino-Deck könnt ihr mir jetzt nicht wirklich machen, also. Ich kann ja mal gucken, was ich so an deine Source hab. Oh, Leute, wir hatten hier schon Hühner? Ich bin. Was? We had chicken. Vor allem wir hatten hier Hühner, du hast sie gekauft. Ich und die Zuschauer. Okay, die Zuschauer haben die Hühner gekauft. Wie viel haben sie denn bezahlt dafür? Nee, die Hühner habe ich gekauft, aber sie haben das zusammen mit mir gekauft. Kennst du diese Einkaufsbuddies, die immer mit ihren Freunden mitgehen, obwohl sie kein Geld haben? Ah, diese armen Schweine, die mir nehmen. Dann heißt es, steht mir das? Soll ich lieber das andere? Du meinst also bei uns beim Konfi-Treffen? Hörst du mir zu? War Schwarzer Stego nicht auch super gut? Schwarzer Stego geht, aber ich habe nicht wirklich viele Dinos, womit ich arbeiten kann. Okay. Heißt mehr Karten grinden, also mehr Punkte grinden und dann. Hallo, wo? Muss ich sowieso. Also, Kinder, was für Tiere kauft ihr diesmal mit Vivi? Oh mein Gott, ich hatte das Lied so lange nicht mehr gehört. Ich frag mich jetzt gerade, ob die Zuschauer es okay finden würden, wenn du dir einfach ein paar DP cheaten würdest und dann einfach mal ein ordentliches Deck. Kann man das? Sicherlich. Florian hat der, oh mein Gott. Du spielst es auf einem Emulator, oder? Ja. Ja, sicher. Gibt bestimmt einen Action-Replay. Bin offen dafür. An sich können wir das Ding zerstören und ich kaufe alle Karten, die existieren. Weil, ich bin gerade richtig raus, Alter. Florian Hunter, vielen Dank für den Stufe 3 Abo. Oh mein Gott. Das ist even my final form. Dann ist die Frage, wie geht das? Ich habe noch nie mit Hashtag sowas gearbeitet. Mit welchem machst du No Cash GBA? Desmue. Desmume. 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 Tintenfisch. Offenbar haben die Leute im Chat auch nichts dagegen. Was mit Tintenfisch? Aber wir brauchen Bubblemann. Bubbleman, wohl? Take me by the hand. Ja. Erwähnst du noch einmal fucking Bubbleman? Bubbleman. 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 Guten Abend, Saigan. Schönen guten Tag. Harambeman. Jetzt wirst du lächerlich wohl. Okay, Max. Jetzt erst. Ja. Also, was haben wir denn da? Es gibt ja für alles eine Steigerung, aber das war zu viel. Ach so, der Meme war tot. Nee. Wieso? Nah. Harambre ist tot. Oh, Mann. Alter. Was hast du denn, Bangorilla? Und? Ja, aber das. Oh. Ich hab plötzlich mit was Makarmerin gerechnet. Watch me. Was hatte ich denn gemacht? Den Neo-Bubbleman? Ich glaub. Nee, warte. Einer von. Du hast, glaube ich, Bubbleman oder ich habe Neo-Bubbleman so rum? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Also, gehen wir bei Desmume oben auf Emulation und dann Cheats. Das Gute ist, das kann ich jetzt sowieso, dann machen und Neo-Bubbleman, passt auf, dass ihr nichts sehen könnt.
halten. Mir fällt jetzt gerade auf, es ist ja super, dass wir ein Silo haben, also, aber im Winter wächst gar kein Gras. Okay, warte mal, wo soll ich hin? In deinem Fenster steht oben neben File-Emulation oder irgendwie sowas. Ja, Emulation habe ich. Und dann darunter gibt es ein Ding, das heißt Cheats. Tatsache, ja. Ich weiß gerade gar nichts mehr. List, ja. So, Moment. Dann hast du da irgendwie Internal und Action Replay. Ja, habe ich. Du drückst Action Replay. Drücke Action Replay, I have. Dann gibst du dir, ich hoffe, das ist jetzt richtig, 5Ds over the Nexus. Nee, das ist das falsche Spiel, wofür ich jetzt den Cheat habe. Stardust Accelerator. Ja, ich muss gerade gucken, ich habe außerdem vom falschen Spiel die Action Replay Code. Stardust Valley? Habe ich schon vom Undertale-Nachfolger gehört, nö. Und to be honest, ich warte, bis es rauskommt und dann. Also, Kinder, jetzt muss ich erstmal eine Frage stellen. Ist es jetzt offiziell schon als Nachfolger betitelt oder heißt es nur, ist Nachfolger, weil nur weil es vom Macher ist? Es ist ein spiritueller Nachfolger, Cameos von alten Charakteren passieren noch, aber es ist ein alternatives Universum. Dieses Spiel ist aber momentan nur eine Kapitel 1 Demo. Der Toby Fox hat auch gesagt, dass dieses Spiel in den nächsten paar Jahren nicht fertig sein wird. Also von daher, ne? Also ich habe. Also ist es kein Nachfolger, sondern spielt einfach schon einen Unterschied. Willst du maximale DP oder willst du direkt alle Karten? Hallo Raphael, willkommen im Stream. Nein, ich möchte schon DP. So ein bisschen, ne? Okay. Glücksspiel. Ein bisschen. Ne, das ne, Snabenhelm. Soll ja noch ein bisschen Spaß machen. Das, so dieses Booster aufmachen ist immer auch das Schönste. Dann versuch, glaube ich, mal den Code da reinzuschmeißen. Okay, warte. Nicht wundern, ich lasse die Jungs da gerade erstmal hypen, Leute. Und dann wahrscheinlich auf Add. Moment, ich muss mal das Tutorial-Video nebenbei auch noch angucken. Nerd Intensifies und so. Es kann aber sein, dass der nicht lang genug ist. Du kannst also die Description irgendwas reinmachen. Nein. Dann kannst du Add drücken, Save. Save, ja. Das hab ich ja schon abgegeben. Andy, du kannst doch im Internet nicht sagen, dass er nicht lang genug ist. Der ist gigantisch. Dann Save mal. Ja, warte. Und Reset mal. Also speichern und das Spiel resetten komplett. Meine schon. Okay. Übrigens, Leute, sorry, wenn ich hier jetzt gerade so ein bisschen kopflos durch die Gegend laufe. Ich habe aktuell keine Ahnung, wo wir aufgehört haben und was der Plan ist und ich bin komplett raus. Du wolltest Tiere füttern, du wolltest dein Silo betanken, du wolltest Dinge tun. Ja, Tiere gefüttert habe ich, Silo betanken kann ich nicht, weil es ist Winter. Dann kauf halt Heu. Stimmt, das kann ich ja auch. Kauf einfach Gras und mäh das Zeug ab. Pflanzen kannst du es im Winter zum Abernten. Okay, jetzt habe ich neu gestartet. Warte mal. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Guck mal. Hä? Nope. 60 DP. Du redest doch jetzt von deiner Detektivstory, oder, Saigon? Musst du irgendwie L und R gleichzeitig drücken? Ich habe bei manchen Sachen gesehen, dass das irgendwie so ein Trigger dafür ist. Nope. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinrenne. Ich renne hier gerade wie so kopfloses Huhn durch die Gegend. Ich meine, ich kann Dinge für teuer Geld hier kaufen. Seeigel. Aber das funktioniert nicht. Mist. Warte mal. Saigon, aber das erste Kapitel, das hatte ich doch schon vor Ewigkeiten gelesen. Das hattest du mir doch denn schon gezeigt. Oder bin ich jetzt doof? Ach, Moment. Es kommt doch darauf an, welche ROM du spielst. Ups. Oh, das ist auch noch wichtig. Ja, du spielst die deutsche ROM oder spielst du die US-ROM oder die Europa-ROM oder. Nee, Bubbleman will protect us, Echo, ne? Bubbleman. Bubbleman, guckt euch diesen Bubbleman an derzeit, ne? Also, du musst den Feed erst aktivieren. Sagt Nero gerade. How do I do? Lass mich zu meiner Waifu. Wo ist meine Waifu? Oh mein Gott, was? I can edit. Meine Waifu ist weg. Hä? Wer? Emily. Wer? Die mit dem roten Kleid und den blauen Haaren. Ums ganze Bild zu halten. How does one activate? Es war nicht fertig. Auch. Okay, das ist schon lange her, seitdem ich mal was gemacht habe. Ich wusste nicht mal, dass du das doch weitergeschrieben hast, Saigon. Da bin ich echt ein bisschen outdated.
Ich wusste es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das wäre damals schon fertig gewesen. Deswegen dachte ich so, ja, hab's gelesen, okay. Zu ihrer Verteidigung, sie stand zwischendrin 2 Wochen in der Wüste. Ich stand zwischendurch 2 Wochen in der Wüste, ja, das nochmal in Zukunft. Nee, es ist alles schon ein bisschen länger her, aber... Okay. Kann ich da rein? Ich kann da rein. Warum sagen die hier mit Game-ID? How do I install these? Ich habe hier eine Liste von allem, aber wie macht man? Wie tust du? Evelyn! Neo Bubbleman möchte euch was zeigen, das dauert allerdings einen kleinen Moment. Neo Bubbleman ist nicht unbedingt der schnellste. Habe ich einen Barsch? Ich nehme den Auftrag erstmal an. Morgen hat Linus Geburtstag. Da ist die Emily. Ups. Ah, sie ist so toll. Ich krieg einen Anfall. So, okay. Ach, ich kann ja gar nicht. Ich hab echt ein Kurzzeitgedächtnis. Was ist denn das? Bohnen, Tapeten? Das Ding ist, ich hatte vorhin echt doch gerade so gedacht, so ja. Okay, ich muss mir anscheinend Heu kaufen. Instant vergessen. Jetzt ist der Laden wahrscheinlich schon wieder dicht. Dann kaufst du eben in einem anderen Laden Gras, erntest das direkt ab. Im Winter einpflanzen kannst du zum Abernten. Okay, das geht? Ja. Ich glaube nur, das geht dann halt am nächsten Tag ein, oder? Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber okay. Abernten geht. Okay. Warte mal. Also, die sagen alle hier... Nein! Du musst die einfach nur da reinschmeißen. Das ist doch nicht wahr. Und dann ist gut. Musst du irgendwie eine Game-ID irgendwo angeben? Oh, ich habe Desmum so lange nicht mehr benutzt. Weißt du, ich gehe aus dem Laden raus, du erzählst mir das. Ich gehe in den Laden rein, was Gras zu kaufen und ist der Laden zu. Ey, das ist nicht mein Tag heute, Leute. Das ist echt nicht. Ich glaube, du dürftest noch was im Silo haben, oder? Ich hab noch ein bisschen was, ja. Das reicht auch noch. Na also, dann werden sie nicht direkt umgehauen. Hatte ich schon einen Seeigel? Ich komme mir manchmal vor wie Dory so ein bisschen. Naja, du bist blau. Just keep swimming, just keep swimming. Just keep swimming, swimming, swimming. What do we do? What should we do? Sonst würde ich sagen, dass Andy und ich da mal irgendwie gucken, dass wir das bis zum nächsten Streamer irgendwie geregelt kriegen. Also Bubbleman will euch heute erstmal nichts mehr zeigen. Sorry dafür. Das hat leider ist ein bisschen... es scheint ein bisschen mehr tricky zu sein, als man erwartet hat. Also ich schicke euch jetzt gleich zu Vivi rüber und wir sehen uns dann morgen wieder... Ups, das ist falsch. Legenden sagen, wenn ihr vor dem Spiegel 3-mal Bubbleman sagt, erscheint das Dehydrated.